Sehr schön. So. Einmal kurz mal wieder hier alles machen. Wie zum 100. Male. Nee, falsch. Da muss ich rauf und dann muss ich theoretisch kommen. Das kommt natürlich nicht. Für ein paar Sekunden warten, aber da habe ich alles zu. Dafür bin ich ein bisschen zu ungeduldig. Ach, guck mal, nach den Verurteilen tue ich noch gar nicht streamen. Haha, auch nicht schlecht. Nach der Verurteilen tue ich nicht streamen. Auch nicht schlecht. Dann mache ich mal kurz mein Handy. Nee, warum ein bisschen? Ist nämlich am Laden und wenn das Ding am Laden ist. Boah, der Sound ist ein bisschen schwer, das wird zu laut. Dann. Komm schon. So, ich muss nur den Chat aufmachen, der Chat dauert ein bisschen. Ich habe den hier noch nicht offen. Weil ich meistens Leute kriege. Ist im Technik, ne? Technik ist nicht so schnell, wie man denkt. Mal ist mir warm. Stell den Teil da hin. Oh, perfekt. Krieg ein bisschen Wind. Hab meinen kleinen Handventilator ein bisschen hingestellt und dann ein bisschen Sauerstoff. Bisschen frische Luft. Es ist extrem warm. Sieht auch nach Gewitter aus. Oh, knallt das nicht. Nicht so, dass das hätte explodiert. Oh, wäre mein Ding, ey. Ich heb das Ding auf und krieg so einen richtigen elektrischen Schock, ey. Weg bin ich. Alter Falter, ey. Mein Tablet spackt meistens ein bisschen gerne rum. Mein Handy aber meistens nicht. Ja, sag ich doch, mein Handy spackt nicht rum, haha. Wenn ich da nehme ich den Chef, wenn ich so lange hier mit meinem Tablet zugange bin. Ja, ein bisschen Fallout zocken. Mit Mod sogar. Ha. Ach, guck mal, jetzt geht das mit dem Tablet alles klar. Dann brauche ich, muss nur warten, bis der Chat da ist. Ah, ist auch schon da, sehr schön. Dann kann ich das hier an der Seite dicht machen. Habe ich das mit dem Tablet, dann brauche ich nämlich nicht über den Fernseher dabei gucken. Aber hier ist so viel zu kleiner Bildschirm. So. Hier zocken natürlich mit der Mod, Sam. Es kann sein, dass ich nachher ein bisschen über mein Handy mal. Weil ich das eben das ganze Jahr auf YouTube hochladen werde, weil ich es kann und weil ich einfach göttlich bin in dem Sinn. In den nächsten paar Tagen werde ich wahrscheinlich dann ein zwei Projekt dann. Mein erstes Projekt mit Dead Space 1 ist noch nicht vorbei. Da werde ich natürlich weitermachen. Will ich nur ein bisschen pausieren, ein bisschen längere Zeit. Mal gucken, ob ich das morgen Abend mache oder heute Abend. Mal gucken. Tue ich da heute Abend vielleicht weitermachen. So dass ich dann Dead Space 1, sage ich mal, fertig machen kann. Mein kleines Let's Play-Projekt. Und dann habe ich mir noch gedacht, dass ich dann vielleicht von Minecraft mein so Let's Play mache. Na gut, ich gehe erstmal pennen, weil das ja extrem dunkel jetzt ist. Oder wird langsam extrem dunkel. Ja. Ah ja, das mit den hier Zielfassung, das ist aber kein Mod. Das kann jeder machen, ne? Also nicht wundern, dass die Leute hier, sag ich mal, so rot leuchten. Das liegt einfach nur an meiner Powerrüstung. Wegen dieser Zielerfassung. Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Ich stelle meine Powerrüstung mal hier hin. So. Ist natürlich Jetpack, das Ding habe ich, kann man sich auch selber zusammenbauen. Einen Moment. Ja, endlich. Scheiß Krankenwagen, ey. Kotzen mich Dinger an, ey.
Das ist genau wie bei Pete's Meet, bei so einem Let's Play-Projekt, ey. Ich weiß nicht, wo das war oder wann das war von so einem Let's Play-Projekt, was die gemacht haben. Wahrscheinlich von Minecraft oder so. Jedenfalls kam da, hat er irgendwie Pete, sag ich mal, nebenan wurde gehämmert oder gebohrt, keine Ahnung. Und das ging ihnen teilweise auch voll auf den Sack, genau wie mir das auf den Sack geht, wenn die da mit den Scheißkranken mal lang fahren. Lass die Leute doch verrecken. Mann. Geil! Ich hab hier den Pokémon-Song drin, auch nicht weg. Das ist einer der ersten Mods, die ich schon mal jetzt mal. Wusste ich vorher gar nicht, dass es so ein Mod ist. Ich dachte, hier auf der Welt passiert Pokémon oder so. Na gut. Jedenfalls, das war gerade der erste Mod. Mit dem Pokémon-Sound. Es gibt noch mehr Sound. Es gibt von Darth Vader, wenn man drauf geht, einen Sound. Ne? Also so, dass man da so einen Sound hat. Ich gehe mal kurz mal auf schnell speichern hier. Ah ja, und dann habe ich noch hier so einen Raumschiff-Mod eingefügt. Die ganzen Mods sind natürlich auf Bethesda.net von dem Entwickler eben. Und da kann man sich für die PlayStation, für PC und natürlich für die Xbox One die Mods kostenlos runterladen. Man kann sich kostenlos registrieren und alles. Und nur dieser Mod da, man kann mit dem Raumschiff auch fliegen, aber irgendwie funktioniert dieser Mod noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, was da rum ist, das funktioniert aber nicht. Gut, die Waffe, die ich habe, ist die SK-553. Ist auch eine Mod-Waffe. Die kann man nur durch den Mods bekommen. So. Gut, wir wollen erstmal ein paar testen, was es so für Mods gibt. So. Dann gibt es einen spezieller Mod. Da hat man eine Waffe mit unendlich Schuss drin und das Ding ist. Okay, das war falsch. Das müsste dieser Domstead-Pistole sein. Den kann man natürlich auch ein bisschen verbessern und so weiter, aber grundsätzlich braucht man den gar nicht verbessern, weil man das hier machen kann. Das Ding ist eine Atombombe. Also eine Atompistelwaffe, die ist extrem geil gemacht. Nur nicht in engen Räumen spielen, wie ich gestern oder letzte Nacht üblicherweise erfahren habe, dass es eine Atombombenwaffe ist. Ne? Ich heb das Ding einfach mal auf und drücke ab, was passiert? Ich spreng mich selber wie ein Vollidiot in die Luft, ey, das ist ja echt geil. So, natürlich kann man schlagen auch. Dann gibt's natürlich, ich habe natürlich auch einen Mod mit Alien-Invasion, werde ich auch noch zeigen. Da habe ich nämlich die Waffe hier bekommen. Eine Alien-Waffe! Eine Alien-Waffe. So, das wäre dann die Waffe. Dann gibt es noch die hier obere, wie heißt der? Walther Arms WA 2000 Sniper. Das ist eine Sniper. Die müssten einige COD-Spieler gut kennen. Diese Waffe gibt es in MW2 und wurde als Mod reingefügt für Fallout 4. So, dann gibt es noch die Composter Pistol. Was die kann, wenn wir mal sehen, boom. Die kann Molotow schießen. Ja, die kann eiskalt Molotow schießen. Und das ist eigentlich eine recht geile Waffe, weil Molotow macht üblicherweise Flächenschaden. Aber was auch richtig cool ist. So, was habe ich denn hier noch? Nach der Waffe komme ich gleich. Das ist nämlich eine Waffe, die vielleicht jeder mag. Überlebender Spezialist. Das ist mehr so eine Sniperwaffe mit Nachtsicht. Die ist jetzt nicht so besonders, weil es gibt ja noch bessere. Oh, jetzt kommt eine Waffe, die vielleicht einige von euch mögen, nämlich die UMP-45. Hat natürlich Schalldämpfer und die Waffe ist genauso wie die. Welche habe ich doch gesagt? Diese, warte mal, welche warte mal? Die SG-551 heißt die, okay. Ist doch die, ne? Ja. Das ist die G36. Ja, und die G36 gibt es hier drin auch als Mod und das ist richtig nice. Gefällt mir richtig. Zu der Sniper komme ich auch gleich noch. Jedenfalls hat man dann hier so alte COD-Waffen teilweise oder auch Battlefield-Waffen hat man hier drin. Wo man sagen könnte, ja, das ist richtig nice gemacht. Es gibt auch noch geheime Orte auf der Karte, die man durch Mods natürlich freischalten kann, aber hauptsächlich nur durch Mods, weil wenn man die Mods glaube ich wieder entfernt, dann hat man sie gar nicht mehr.
Ey, immer wenn ich am Stream bin oder was erzähle, kommen die scheiß Autos. Gleich hau ich hier die hier Dubstep-Pistole rein, dann knall die auch du Säcke, bam, weg wie. Na egal. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ich hoffe, man hört das mit den Ventilator so ein bisschen nicht. Ich habe das extra ein bisschen weiter weggestellt, dass es nicht so in den Headset reinpustet. So, was hat man denn hier noch? Es gibt eine Menge Mods. Ich werde euch gleich noch einen Bereich zeigen, der vielleicht interessant sein könnte. Hier habe ich noch dieses Activision UFO. Aber das Ding funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, was man da jetzt machen muss. Ich habe da ja gestern zweimal oder dreimal drauf gedrückt und es passiert einfach gar nichts. So, dann habe ich noch diese Holotab Spawn Items Unmerit. Kann man ja mal kurz aussuchen. Man kann jetzt NPCs spawnen, Followers, was war das noch? Followers sind zum Beispiel Eddie, Diana, John, Victoria, Wendy und so weiter. Disney Snipe. Also alle so teilweise berühmte Schauspieler, die kann man spawnen. Dann kann man Spawn Synthese Container. Da kann man zum Beispiel aussuchen, was der Typ, also der kommt ja so ein Synth. Und der hat dann zum Beispiel, wenn man jetzt hier drauf drückt, hat er alle Waffen oder Armor. Man hat dann 30.000 Armor, die man kostenlos kaufen kann, was eigentlich recht cool ist. Dann diese Doktor, das habe ich noch nicht ausprobiert. Dann gibt es noch alle Items, dann sind wahrscheinlich alle drin, die hier so sind. Und dann kann man noch legendäre Items, wie Waffen oder sowas, oder Rüstungsteile bei ihnen kaufen. Natürlich ohne Credits. Ja, man braucht keine Credits dafür ausgeben. Dann gibt es hier die Workshop, da gibt es hier die Power Armor, die Power, also Power Rüstung und alles Mögliche. Hier habe ich den Jackpack, den habe ich mir nicht geholt. Sentinel, Elder, Paladin, Raider und so weiter und so fort. Dann Spawn Inventory, da kann man jetzt zum Beispiel Armor, hier ist das Armor, da kann man theoretisch alle Armors holen und so, all Armor, ne? Und so weiter und so fort. Da gibt es auch, hier gibt es noch Player Setting, Player Setting 2, was das heißen soll, keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert, habe ich bis jetzt eigentlich noch nie ausprobiert. Entfernt Jetpack, Off, Loft, Drain, Fusion, Kult, Jump, Hike, dreimal. Ich würde sagen, das ist, ja, weil ich wahrscheinlich der Player 1 bin, oder? Ist das egal, Auto-Armo, Off. Warte mal, add ein Level to play, add 10 Level to play, add all Magazine, add Blocks, add Follow Perks, show all Map, Market. Warning Reset Perks. Warning Reset Mod. Achso, hier steht ja, das sind ja die Warnings. Da kann man die Mods resetten oder die Perks resetten. Und eigentlich recht cool gemacht für Leute, die sich dafür interessieren. Da gibt es auch Cheating. Da kann man nämlich alles Mögliche cheaten. Es gibt hier Liberty Prime, kann man sich cheaten. Was eigentlich recht cool ist für Leute, die sich natürlich da so einen Riesenroboter freuen. Ich glaube, das sind alles mehr so Rüstungen oder. Alles nur Bots oder so teilweise, die man spawnen kann, ich weiß es gar nicht. Dann gibt es noch Tedding, Hard, dein Timing, Wetting und dann gibt es noch hier Schenk durch Spanisch. Also man kann das glaube ich auch Spanisch stellen, für Leute, die jetzt ja mal kein Englisch können, sondern hauptsächlich nur Spanisch. Hier gibt es noch diese NPCs, die man spawnen kann. Dann kann man aussuchen, wen man spawnen will und den kann man auch dann besiegen, auch recht cool. Aber dazu kommen wir ja noch ein bisschen später. Da wollte ich nicht hin, ich wollte noch mal was gucken wegen Muni, genau. Und wegen Muni, ja. Man kriegt natürlich nur 30.000 von der Munition. Das heißt, man hat dann nur 30.000 Munition. Ja. Weil 3.500 sowas habe ich schon vor der Munition vorher schon gehabt. Habe ich 30.000 draufgepackt, dann habe ich den nochmal gerufen und habe wieder 30.000 von denen abgezogen. Also, ja. Und nicht nur Munition kann man von denen bekommen. Man kann auch, Kronkorken, ne? Also ich hatte da 5.000 gehabt, 5.390 und hab mir dann noch 50.000 von ihm abgesnackt, einfach mal so. Das ging aber, oder? Das ist auch machbar, weil das eben Mod ist. Und jetzt habe ich 55.390 Kronkorken, was eigentlich recht cool ist. So, das gefällt mir nämlich auch. Ach ja, genau, zu der wollte ich noch kommen. Für Leute, die Star Wars lieben oder überhaupt Star Wars mögen, gibt's das ja.
Man hat ein Laserschwert. Man hat echt ein Laserschwert. Das Ding ist auch sehr OP. Das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Aber erstmal gehe ich mal kurz zu der Spezialkiste, wo man die Laserschwerter bekommen kann. So. Ja, wieder zurück zur Central View hier vorne. Naja, warte. Ich warte mal kurz, bis meine Ausdauer voll ist. Dann werde ich euch noch was Geileres zeigen. Ach, ist ja gleich voll, so. Ja, auch noch ein bisschen, dass ich 100% voll habe. Ich laufe mal kurz. Ne? Weil das Ding nennt sich ja nicht ohne Grund Jetpack, ne? Also, ne? Für Leute, die, sag ich mal, Jetpack lieben, kann hier hochfliegen. Zack. Ne? Also, man hat da, sag ich mal, seinen fetten Jetpack. Hopp. So. Jetzt habe ich mein Schwert weggepackt. Nee. Warte mal, fahre ich mal kurz wieder weg. Also ich gehe auch nur wieder so. Jedenfalls, man hat da ja sein Jetpack und so weiter, so sieht eben der die Powerrüstung auch aus. Ne? Man hat hier so einen fetten Jetpack und so weiter. Siehst du, so sieht das dann auch, wenn das hochfliegt. Was richtig, richtig nice ist. Das ist richtig nice. Powerrüstung geht natürlich kaputt. Ich glaube, da gibt es keinen Mod wegen Unzerstörbarkeit oder so. Aber man hat dann so gesehen teilweise Mods, wo man unbegrenzt Munition hat. Für Leute, die extrem Munition machen. Für die Playstation und für die Xbox One gibt es aber einen Nachteil. Es gibt dann keine Erschießmess und auch keine Erfolge für diese Mods. Das heißt, wenn ihr die benutzt, müsst ihr damit auch rechnen. Oder müsst ihr da auch klar sein, dass ihr dann keine Erfolge mehr bekommt. Ja? Da müsst ihr euch einen komplett neuen Spielstand machen und da müsst ihr dann weiterzocken. Oder macht am besten gleichen neuen Spielstand und benutzt nicht euer aktuelles. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ah ja, Licht, genau. Lichtschwerter an. So, hier steht die Kiste mit den Laser-Zapper-Tour. Hier kann man ja alles bekommen, alle Lichtschwerter, die es gibt. Ich nehme mal alle mal raus hier. Kann ich mal einen nachher nochmal durchzeigen. So, den hier kennen wir ja. Das ist ja dieser helle, dieser Lichtding. Licht, irgendwie so. Dieser Dark Shadow oder wie das Ding heißt. So, dann gehen wir mal auf den Waffen. So. Kann man leider nicht eindeutig, also muss ich immer gucken, wo die ganzen Lichtschilder sind. So, hier ist einer. Das ist eine Blue Lanze selber und da kommt schon so ein scheiß LKW lang gefahren. Gleich mein Fenster zu, ist mir scheißegal, aber egal. Muss man mal nicht. Und das ist dann so ein blaues Lichtschwert. Man hat auch die Geräusche von den Lichtschwertern, das ist recht cool gemacht. So. Dann gibt's noch die, das ist jetzt uninteressant. Dieser Dark Pobble Laser Stinksbumster. Das ist dann so ein Liedernes. Also jeder, der den Meister von Star Wars kennt, der glaubt im dritten Teil von Star Wars draufgegangen ist, gestorben ist von den Dark Sidious, der hat dieses Schwert gehabt. Das war ein guter, war so ein Meister eben. Meister Vendo, glaube ich, hieß ja. Weiß ich gar nicht. Dann gibt es noch ein goldenes Laserschwert, was auch richtig cool aussieht. Man hat dann so ein goldenes, was eigentlich richtig, richtig geil aussieht. Sieht echt geil aus. So. Ja. Dann gibt es noch Green, also so ein grünes. Dann gibt es noch Grey. Was Grey ist, weiß ich gar nicht. Grey ist sowas. Ah, okay. Es gibt natürlich auch noch Red. Leuchtpistole gibt es auch noch, wenn man Spaß hat. Like. Mal gucken, was Like kann. Like ist so ein hellblaues. Sieht auch wie hellblau. Es kann aber auch Licht sein. Licht, Like heißt ja immer Licht, ne? Dann gibt es noch ein Pinkes für Leute, die, sag ich mal, Mädels sind oder so, die auf Pink stehen. Oder vielleicht Jungs, die die Farbe Pink allgemein mögen. Ich finde die natürlich nicht so geil. Da gibt es noch diesen Pip Bolt Action Scharfschützengewehr, habe ich auch noch. Plasma Tomba gibt es hier noch, habe ich auch noch. Den will ich auch noch mal zeigen. Der hat nämlich auch richtig drauf, also immer. Den hier. Erstmal gehen wir zu Lichtschwerter, ne? So, das ist wieder so ein Pinkes. Okay. Hier gibt es noch die Red. Ich glaube, den werde ich dann auch später benutzen, weil Rot ist von den Bösen her richtig geil. Ich finde, ist eben Darth Vader-Style, ne? So, was haben wir hier noch? Da gibt es noch weit. Oho, das ist geil. Dann gibt's hier noch ein Wort oder nicht mehr? Ne, das war's. Also das waren jetzt die ganzen Lichtschwertern. Ja. Und wenn man das wegschaut, hört sich das genauso an wie bei Star Wars. Aber erstmal will ich die anderen Lichtschwerter, die ich habe, hier reinklatschen. Bitte. Ditte.
Das ist alles so, was richtig nice ist. Man kann ja eigentlich nicht viel darüber sagen, außer dass es ein Lichtschwerter sind. Und die machen auch dann auch extrem viel Schaden, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und die Truhe spawnt direkt da. Also wenn ihr diesen Mod benutzt, müsst ihr zur Sanctuary gehen und da müsst ihr dann die Kiste finden. So, das war jetzt das da. Ich wollte, genau, ich wollte ja mal die anderen Waffen zeigen, aber das mache ich lieber woanders, weil die haben es ein bisschen in sich, ein bisschen powermäßig, ne? Sind jetzt nicht so wie die Dubstep-Pistole, aber für diesen Fall gehe ich trotzdem gerne auf Nummer sicher. Ich wollte gerade fliegen. Nein, ich kann ja nicht fliegen. Ach, scheiße, keine Ausdauer mehr. Was mache ich denn so? So. Ach, ist das heute schön draußen. Ach, hier ist das auch schon in Fallout 4 mit Mods und so alles. Wow. Ich hoffe, die kriegen das noch hin, dass man mit dem Raumschiff fliegen kann. Weil, so wie ich gesehen habe, kann man mit dem Raumschiff fliegen. Bloß irgendwie klappt das mit dem Mod nicht, weil wenn ich den benutze, also wenn ich diesen aktiven UFO da benutze, dann bin ich in diesen, wie soll ich sagen, in diesem Bildschirm hier drin. Also da. Alles, also das Ganze wie Statistik, Inventar, Daten, Karte und Radio, das ist weg. Nur untersuchen, ablegen oder Favoriten oder sortieren oder Skills-Tablett ist sichtbar. Ne? Überleg mal, wenn der Mod nichts bringt, werde ich den wahrscheinlich dann auch wieder deaktivieren. Den brauche ich dann auch nicht. So, wir sind jetzt hier erstmal nochmal sicher. Nehmen wir mal, welche nehmen wir denn mal? Wir fangen mal von ganz oben an. Alle, die ich noch nicht ausprobiert habe, den habe ich schon mal ausprobiert, ne? Wo kann man jetzt wählen, wenn der Ding ein Herz hat oder so? Also ein Herz wie zum Beispiel. Ja. Na egal. Ich will, die habe ich schon benutzt. Muss jetzt mal gucken, was ich noch nicht benutze. Leuchtpistole kennt ja jeder. Plasmator, nehmen wir mal den hier. So. Das Ding hat ja auch einen speziellen Namen, ne? Zack. Für Leute, die einfach mal Bock haben auf das hier. Hat natürlich zwei Kugeln, ne? Zwei Kugeln. Die schießt man einfach ab und die explodieren. Also das sind einfach nur so granatenmäßig. Das sind einfach nur Granatwaffe. Ja. Und den kriegt man mit dem Mod. Also dafür muss man, warte mal, guck ich mal auf die Karte, wo war es nochmal der Ort. Dafür müsste man diesen Mod hier haben, diesen hinteren Bunker. Und da kriegt man die Waffen dann. Da kriegt man einige recht gute OP-Waffen. Ich wollte erst mal kurz wieder auf mein Inventar gehen. Den habe ich glaube ich noch nicht getestet. Nehmen wir mal den hier. Das ist einfach nur so eine, wie könnte man sagen, so eine Automatik-Laserwaffe. Sieht aber geil aus. Sieht extrem geil aus. So. Das wäre dann, der gehört auch dazu, also auch in dem Bunker. Genauso wie der hier. Warte mal, wo war nochmal die Waffe? Der gehört auch zu diesem Bunker, ne? Nicht wundern, warum ich das noch nicht erwähnt habe. Combat-Kanone. Ach genau. Der Ding gehört auch noch zum Bunker. Das ist, das soll mehr so gesehen eine Shotgun sein. Aber mit Granatenfunktion, glaube ich. Ne, das sind Kanonenkugeln. Okay. Das sind tatsächlich Kanonenkugeln, die man dann verwendet. Ist eine richtig geile Sache. Also mit denen kann man richtig viel Scheiße bauen. Dann gibt es noch die Waffe, die müsste auch in dem Bunker gewesen sein. Das ist so eine Handfeuerwaffe mit Raketenfunktion. Und die, ich glaube, warte mal, ich habe vorhin nachgeladen, ne? Nachher war ja mal auf X, mal gucken. Okay, also nachladen kann man die Waffe jetzt nicht. Dafür, wenn man lädt sie aber eigenständig nach. Das ist ja nicht recht gut. So. Ja, die lädt eigenständig nach, okay. Was gibt's denn hier noch? Die habe ich schon gezeigt. Das ja nein, das mit Nachsicht, ne? Die kennt aber auch jeder. Ah ja, und dann wegen die Dubstep-Pistole. Guckt mal die Werte an.
Die Schadenswerte sind unnormal. Das ist einmal Feuer, Wasser, Blitz, Lebendinge, was das sein soll, Nukleardings. Und guck mal, wie die Reichweite. Die hat 468 Millionen, glaube ich, irgendwie. Und die Waffe ist einer der stärksten. Also damit habe ich mich sogar selbst in die Luft gesprengt. Aber naja. Kann ja passieren, ne? Man kann sich auch öfter mal selbst in die Luft sprengen, wenn man so was kann. Also mal so was fun. Na, jetzt tue ich das mal wieder speichern, das ist ja klar, muss ja alles gespeichert werden hier. So. Und das ist nochmal, wenn ihr nochmal die Dubstep-Pistole sehen wollt. Ich würde sagen, nicht zu übertreiben mit der Waffe, also sonst habt ihr Soundprobleme. Ne? Am besten immer nur stückweise schießen, weil die macht ja auch extrem Schaden. Ja, das eben, weil es eben so eine Atompistole ist. Das Symbol ist ja auch mit so einem Atomding versehen, so wie ein Atomic eben. Frag mich, wenn ich hier drum gehe. Oh, mein Gott, komm runter! Einfach nur geil, die Waffe, ey. Die ist einfach nur voll der Premium hier. So, jetzt kommen wir mal wieder zu G36. Für Leute, die Battlefield gesuchtet haben, ist die G36 eine Waffe, die sie unbedingt haben müssen, weil die Waffe ist extrem nice. Hat natürlich Charlie, ACOG-Visier, wie das aussieht. Und verzieht natürlich extrem. Ach ja, und warte mal, bevor ich weiterkomme. Mehr gibt es eigentlich für die G36 ja auch so nicht zu erzählen. Es gibt ja für die Waffe hier, warte mal, die hier. Das ist ja die. Wie heißt die denn? Nee, das war die nicht. Da. SK551. Die kann man in Vollautomatikmodus schießen oder eben. Einschuss betrieben. Also, ne, da gibt es einmal Semi-Automatik und auch immer Vollautomatik. Ja, und ich würde sagen, weil ich habe ja sowieso noch kein Visier, muss ich ja später alles so mal dran bauen. Natürlich kann man die Waffen auch wieder aufrüsten, wie man will. Ja, so. Warum ich jetzt hier vor der Wall stehe, gibt es einen guten Grund. Ich gehe jetzt mal zu einer speziellen Vault, die man auch nur durch einen Mod bekommen kann. Bin ja auch zufällig drauf gestoßen. Wo war die Vault? Ups, habe ich die Karte ausgewählt. Muss gucken, wo die Vault war. Die müsste irgendwo gewesen sein. Die hieß, da. 98. Vault 98. Wollen wir mal hinreisen. Ja. Für Leute, die sich mal so eine eigene Vault gewünscht haben. Ja. Kann man, also man hat jetzt so eine Vault als Mod bekommen, die komplett leer ist, die man selbst einrichten kann, wie man möchte. Und das ist jetzt so eine Vault. Ich gehe mal kurz rein, dann werdet ihr sehen, wie groß das Ding. Ich habe das Ding noch nicht ausgerüstet, noch nicht. Ich habe da eigentlich noch nichts gemacht, weil das will ich ja später in so einem Video machen, also in Stream machen, den ich dann auch bei YouTube hochladen kann. Aber jetzt erstmal so eine kleine Erklärungsstündchen hier. So. Hier ist die Vault. Stand das Ding schon immer hier vorne? Ich habe hier das Ding hier vorne immer gestanden. Okay. Wirklich. Na gut. Stand der Typ auch immer da? Der hat eine Zigarre. What the fuck? Was ist hier los? Ey, was? Egal. Wo kommen jetzt die ganzen Spielsachen her? Jedenfalls hier, Volt 98, das ist die Privatvolt eurer Volt, kann man sogar sagen. Das ist ja eigentlich eure Volt, schön, bis man heute. What the fuck, was ist hier los, Alter? Hier liegen jetzt so viele Sachen rum, die ich nicht kenne. Du Notize, nehme ich mal mit. Natürlich sind die ganzen Mods eben auf Englisch, auch wenn man Fallout auf Deutsch gekauft hat, aber das ist eben so, kann man nichts machen. Aber auch nur die Mods sind auf Englisch, oder wenn ihr die Story weitermachen wollt oder so, ne? So, wir wollen jetzt erstmal in die Vault 98 rein. Man hat es auch gerade noch gehört, die Sprecherin ist auf Englisch und ich finde eigentlich hört sich das auf Englisch gar nicht mal so schlecht an. Welcome home. So, hier ist die Tür zur eigenen, aber ich tue mir nur kurz das Trinken einschenken, weil ich Durst habe. Ja. Das ist so jetzt so ein kleiner, wie man so schön sagt. Ist nicht berauten, dass man jetzt eine eigene Vault hat. Ist natürlich schon geil, so ein Mod. Ist richtig nice. Mir gefällt der Mod. Ne, man hat hier dann hier seine eigene Vault. Unter der Erde und ich sag mal, ist richtig nice gemacht.
So, wir aktivieren mal unsere eigene Vault. Und wenn man die Wolf fertig hat, man kann auch Leute hier einziehen lassen, also Siedlern und so weiter. Ja, oder wenn man bei Sanctuary ist, könnte man die Leute hierher schicken. Das Problem ist, es gibt hier unten ja eben nicht so viel Leben, ne? Nahrung und so weiter, das braucht man ja alles. Ja. Ups. Oh ja, was? Der Ding kommt ja noch rausgefahren. Das ist eigentlich fast so wie die Vault 111. Ne? Da kommt schon. So, jetzt ist er weggefahren, endlich. Ja, ist ein bisschen nervig, also da tue ich mich mal ein bisschen muten, wenn ich hören sollte rechtzeitig, dass da ein Tracker oder irgendwas vorbeifährt, Feuerwehrwagen und so weiter. So, das ist jetzt so gesehen eure eigene Vault. Hier könnt ihr ausbauen, wie ihr wollt. Ihr könnt hier Geschütze bauen, ihr könnt hier ein Waffenarsenal reinbauen, egal was. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Ihr könnt eure Fantasie ausleben. Ja, hier könnt ihr theoretisch ein Polizeibüro hinbauen, theoretischerweise. Hier kann man alles machen, was euch oder euer Herz begehrt. Ich war ja hier schon drin, hat's mal ja. Und hier gibt's alles mögliche. Ihr könnt der eigene Aufseher sein, da oben. Und so weiter und so fort. Hier war ich noch gar nicht drin. So. Hier könnt ihr zum Beispiel Wohnungen reinklatschen, alles mögliche, ihr könnt hier ein Ausbildungslager machen, ihr könnt eure Fantasie freien Lauf lassen. Ach, Fusionskern ist weg, scheiße, weil ich habe genug von dem Scheiß. Darum liebe ich diese Mods, also ich habe mich echt gefreut, wie ich gehört habe, dass es für die Konsolen Mods geben wird und das ist eben was richtig nice ist. In Zukunft werden wahrscheinlich dann ja auch noch mehr Mods erstellt, die werden ja von der Community erstellt, die könnt ihr selber erstellen. Könnt ihr dann bei Petester oder Betischer.net, also .net, könnt ihr die Mods dann hinstellen. Dann werden die bewertet und dann werden sie reingestellt von den Entwicklern und dann sind wir alle glücklich. Ne? Ihr könnt euch ausdenken, was für Mods gibt. Könnt ihr euch suchen, wenn ihr auf dem Mond seid. Könnt aussuchen, wenn ihr eine Mission reinhauen wollt. Egal was. Es gibt so vieles, was man machen kann mit Mods und Moderatoren und alles Mögliche. Aber ich glaube, es gibt. Ist, auch wenn Leute das versuchen würden, Mod für Multiplayer-Games gibt es hier jetzt. Ich glaube, hier gibt es keinen direkten Multiplayer-Funktion. Als Mod jetzt, ne, wo man jetzt andere Spieler trifft. Wäre natürlich richtig geil. Und jetzt kommt das Wichtigste. Bam. Hier ist die Vault-Ressourcenbank, eine Workbank, die man braucht, um die Vault auszubauen und alles Mögliche reinzuklatschen. Ja, ich will ja später damit auch anfangen, die Vault auszubauen und alles Mögliche. Ich weiß jedenfalls, man braucht ja auch Stromgenerator, ne? Und die Stromgeneratoren passen hier, oder Nuklearreaktoren nennt man die Dinger. Nuklearreaktoren sind ja sehr wichtig für diesen ganzen Raum, ein bisschen, ne? Ist aber eigentlich schon dunkel. Ne? Und da gibt es einfach viele Möglichkeiten mit Mods jetzt, was man machen kann. Daher macht das auch richtig Spaß und daher ist mir das auch scheißegal, wegen die Erfolge, die interessieren mich ein Scheißdreck. Ich habe sowieso von Xbox 57.000 Erfolge freigeschaltet insgesamt, also Game Store, und die, ich sag mal so, die reichen mir. Ich brauche nicht mehr, ich brauche jetzt nicht hier zig Milliarden anderen Schnickschnack. So, meine Lieben, mal gucken, was hier ist. Hier könnte man, oh, das sieht geil aus. Das ist mehr so eine Arztpraxis von den ganzen Boden, sieht man das ja auch ein bisschen. Ja, hier ist dann der Büro drin oder keine Ahnung, was man hier reinklatschen kann. Hier kann man die ganzen Geräte für den Arzt hinbauen. Alles Mögliche. Ich bin richtig begeistert von diesen ganzen Motzen. Ey. Die sollten mal von Fallout 3 so ein Mod reinklatschen. Ich habe das mal bei YouTube gesehen. Also da gab es so eine Mod mit Coop-Experiment. Oder Coop, ja, heißt Coop-Experiment. Sowas könnte man theoretisch auch einbauen, wäre geil. Also würde ich richtig feiern, wenn sowas reinkommen würde, sowas ähnliches. Ja. Aber mal gucken, was wir hier noch für Mod-Spieler rein. Es gibt ja jetzt natürlich eine Menge Auswahl von Mods, die man jetzt mal ausprobieren will. Die Entwickler wollen sehen, wie das läuft mit den Mods. Ja, und ich bin jetzt schon begeistert, wegen mindestens wegen die Waffe, die ich habe. Die ist meine Lieblingswaffe. Auch im Battlefield war meine Lieblingswaffe gewesen.
Und jetzt hat man sie einfach mal hier drin. Eiskalt. Man hat sie einfach hier drin. Ohne Widerworte. War hier schon mal drin. Ah, guck mal, hier. Hier können Leute baden, also Badestation haben wir auch. Boah, Kronkorken erstmal hier, alles einsame Munition. Auch wenn ich unendlich habe, aber man kann ja jetzt nie zu wenig haben. Hier gibt es ein Radio, hier ist also schon das Ding komplett ausgebaut. Also hier braucht man theoretisch gar nichts mehr machen. Hier kann man duschen, kann man natürlich nicht betreten und so weiter. Weil man, wenn man duschen will, braucht man ja natürlich üblicherweise auch Strom und Wasser und alles. Was haben wir so schon? Wasser, Gas und Scheiße oder so, ne? Ah, shit, ey. Ah, ja, was gibt's denn? Boah. Ich laber und laber so viel Kram. Ich weiß nur nicht, was ich labern soll. ja, so. Jedenfalls Mods für Xbox One und PC sind ja, oder auch PS4. PC habe ich vergessen, ja. Sind jetzt natürlich seit gestern, glaube ich, aktuell online gegangen, so dass man sich auf der Bethesda.net sich anmelden kann. Und also und da die Mods dann, also man braucht sich da nur anmelden, dann tut man sich über die Xbox oder PlayStation da beim Mod sich nochmal anmelden, tut man da natürlich sein, was man angemeldet hat, da nochmal eingeben und da kann man dann über der Xbox kann man sich dann die Mods runterladen und das ist eben nice. Das ist einfach nur geil. Geil, geil, geil. Mindestens weil ich schon so viele Mods jetzt habe. Ich habe noch nicht alle Mods, weil einige Mods funktionieren nicht, wenn man die DLCs nicht dazu hat. Das einzige DLC, was ich besitze, ist dieser Mechanist. Ich werde mir wahrscheinlich Ende dieses Jahres auch noch den Season Pass holen, so dass ich ja noch die anderen Mods benutzen kann und ein bisschen Spaß haben werde. Ja. So. Und die Mods haben auch nicht so eine große Gigabyte. Die sind alle noch unter Gigabyte, sogar alle Megabyte. Die ganzen Mods sind noch auf Megabyte spezialisiert. Also Gigabyte gibt es da drin noch nicht. Da brauchen wir dir noch keine Sorgen machen. Ist dann eine Scheißwärme. Ich muss was trinken. Ja, ich glaube, meine Stimme verschwindet bald. Meine Stimme. Meine süße Maus, ne? Meine Katze liegt neben mir, die hört zu, wie ich laber. Meistens laber ich sowieso nur Bullshit, denkt sie sich. Mann, kann der Typ endlich mal aufhören zu labern? Ah, scheiße. Kronleuchter. Das sieht auch richtig nice aus. Ja, was hab ich gehört? Ah, egal. Jedenfalls, Kronleuchter hat man hier auch schon mal dran. Das ist auch schon richtig nice, ne? Ja, und das ist dann schon mal die eigene Vault, die, sag ich mal, die Leute, die jetzt, sag ich mal, die Mod installieren mit der Vault. Ja, ich glaube, das heißt auch, wie der Name da oben schon sagt, Vault 98 Welcome Home. Ich glaube, dieser Mod müsste das sein. Kann ich aber, warte mal, ich glaube, ich kann noch mal, warte, ich gehe mal kurz mal auf Speichern. Natürlich mal hier vorne, genau. Ne, brauche ich ja nicht gar nicht, okay. Gehe ich mal kurz auf Beenden, dann gucken wir mal die Mods an. Ja, gucken wir uns mal die Mods an, müsst ihr. Geht ja auch alles schnell. So. Ah ja, und wenn ihr dann zum Beispiel auf Weiterspielen wollt, ne, werdet da bei euren Spielstand, wo, wie jetzt zum Beispiel bei mir steht ja Vault 98, wird ein M markiert, also eingeklammert, und das heißt dann Mod. Also der Spielstand ist jetzt moddig und damit kann man damit auch keine Erfolge mehr freischalten. Immer schon aufpassen, wenn ihr, sag ich mal, ein hohes Level habt und ihr wollt da einfach keine Mods dran haben oder ihr habt schon alle Erfolge, dann ist das nicht das Problem. So, jetzt steht hier, Mods werden geladen, das Spiel, blablabla, bla, bla, kann man spielen mit Mods, blablabla. Bla, bla. So, wir sind jetzt hier bei den Mods, das ist eigentlich recht nice, hier gibt es, also, überall wo jetzt ein Haken ist, die Mods habe ich schon. Ja, das ist die Dubstep-Pistole, also die Autopistole mit den Atombomben. Das Ding ist richtig nice. Was war nochmal, Who's of Lord? Legend of Extra. Extrem Extra Totinei Westerland Add-on. Ach ja, und wenn ihr jetzt hier auf den deaktivieren geht, dann ist natürlich der Mod deaktiviert, ist ja klar, ne? Also immer schon auf aktivieren lassen, außer wenn ihr diesen Mod nicht haben möchtet. Dann gibt es hier noch Spawn Items, ich habe hier einiges. Ich habe auch, wenn ich jetzt im Bett gehe, also schlafen gehe, habe ich dieses Pokémon Center Geräusch. Ne? Für Leute, die Pokémon mögen. Da gibt es hier verschiedene Waffen, die man reinhauen kann, wie hier zum Beispiel die Waffe, die MK14.
Die findet man natürlich im Spiel. Das sind jetzt so Mods. Waffen findet man hauptsächlich dann damit. Dann auch da drinne. Der müsste eigentlich auch aktiv sein, ne? Der Black und White Pit Boy. Muss ich mir nachher nochmal angucken. Dann gibt es noch personale Teleportation. Devise PT Holo. Holo, denkst du uns. Wie kann man sie dann porten oder was? Okay, da muss ich mir nachher mal angucken. Das ist sehr interessant. Da gibt es hier noch das Ding hier. Alien, UFO, Technologie, bla 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 bla. Da, siehst du, an diesem Mod habe ich ja. Diesen Mod habe ich ja, diesen Diva Pocket UFO, also wie das Ding heißt, den habe ich ja. Bloß, irgendwie funktioniert der Mod nicht. Also, weiß nicht, was da los ist. Der Raumschiff ist auch die ganze Zeit in der Luft, also einsteigen kann ich da jetzt auch nicht. Also so, das ist ein bisschen tricky. Hier zum Beispiel, da steht ja Xbox One, alle DLCs, also um diesen Mod zu verwenden, muss man alle DLCs haben. Und für Leute, die es natürlich haben, so wie ich ja eben nicht, ne? Ich bin ja jetzt einer, der nicht alle DLCs hat. Aber das wird in der Zukunft auch noch passieren. Dann hat man nämlich, dann habe ich nämlich hier so was Geiles. Dann kann man nämlich so richtig geile Umgebung bauen, alles Mögliche, was richtig geil aussieht. Ich glaube, das gehört auch zu Expansionspack, ne? Ja, müsste. Na gut, müsste so sein, glaube ich. Kann sein, kann auch nicht sein. Dann gibt es noch dieses Dead Vision, Googles and Granated. Da hat man, das Ding muss man sich natürlich brauen. Ist ja für Laboratorium. Und dann hat man diesen Dirt-Version. Der Name sagt mir jetzt so nichts. Fähigkeiten weiß ich auch nicht, was es so sein sollte. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Dann gibt es noch Motolay Simulation PDS 41 Anti-Tank Riffling. Hier sind hauptsächlich nur diese Sniper drin, die man hier sieht, die vier. Ja, und die kann man dann durch einen Waffenautomat, den man auch als Mod drin hat, aufbauen. Und so damit, so kann man dann damit die Waffen auch kaufen und benutzen. Natürlich, ne? Das ist die Vault. Ach ja, jetzt, wenn man schon da ist, kann man auch mal zeigen. Hier, Vault 98. Da. Dieser Mod ist wichtig, um überhaupt in die Void reinzukommen. Weil ich glaube, wenn man den Mod nicht hat, existiert er einfach gar nicht. Dann gibt es noch hier God Wang Cheating Item Xbox One Xbox XP bla bla bla. Da gibt es noch so Ringe. Das soll irgendwie so ein Gottesring sein und den hat man dann als legendär, sieht das aus. Oh, nice. Was war das? Das ist April. Okay. Ich glaube, das ist die Karte, wo er dann angezeigt wird, ne? Der wird da angezeigt. Da gehen wir gleich natürlich hin. Das ist ja direkt da bei der Century. Bin ja mal interessiert. Dann gibt es noch diese Alien-Waffen. Mögen ja auch viele. Die mögen ja extrem viele diese Alien-Waffen. Und ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger baut. Bin ich ja herrlich. Wird irgendwo angezeigt, dass die irgendwo rumliegen oder was? Also, das Ding wird da angezeigt. Ich weiß nicht, wo der Ort ist. Ja, das sind so Bilder, so als Hinweise, die man suchen kann, wo die Waffen liegen, weil wenn man die Mods aktiviert, die hat man nicht in Inventar, also. Und dann gibt es noch dieses Unlimited Crafting Zeppel Container. Das Ding müsste. Ach guck mal, das Ding steht genau. Ach du heilige Scheiße, ich weiß, wo das Ding steht. Das Ding steht genau bei Vault 111. Gleich hingehen. So, und dann gibt es hier noch ein paar andere Mods. Will ich jetzt aber erstmal auf die, will ich erstmal nicht. Da gibt es noch dieses Cheating-Menü. Da hat man nämlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, warte mal, den. Hä? Was ist der denn? Okay, da muss ich auch nochmal hin. ja. Ich glaube, ich muss echt mal ein bisschen auf die Bilder achten. Und dann gibt es natürlich hier am beliebtesten gesammelten oder gesamt. Das hier sind die Gesamt. Man kann dann immer weiter runterscrollen. Es gibt so viele Mods jetzt hier schon. Ich glaube bei über 900 für die Xbox One. Okay, ich muss kurz mal wieder das laden. Es kann sein, dass ich gleich rausfliege und den Stream nochmal neu starte, weil sich das Spiel dann selber geschlossen hat. Aber das ist dann nicht das Problem, ne?
dann tue ich den Stream gleich nochmal neu starten. Dann kann ich nämlich das, was ich jetzt gemacht habe, bei YouTube hochladen für Leute, die sich dafür interessieren. So ist das. Jo. Auch wenn ich noch ein unbekannter kleiner YouTuber bin, ne? Aber ich möchte ja schon ein bisschen größer werden. Das müsste theoretisch gleich geschlossen werden, das Spiel. Ich habe das nicht so ein... dieses Gefühl. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ja, das Spiel schließt sich gleich.